Genügend Intelligenz ist bereits in dir erblüht. Es spielt keine Rolle, was für eine Art Narr du bist. In dir ist bereits genügend Intelligenz erblüht. Wenn ich dich frage, willst du unglücklich sein oder glückselig? Denkst du nicht zweimal nach, was deine Wahl ist? So viel Intelligenz ist erblüht. Das bedeutet, du bist gut genug. Das bedeutet, genügend Evolution hat stattgefunden. Wenn du nicht einmal das wüsstest, ja, dann müssen wir an deinem Schwanz arbeiten, nicht an deinem Kopf. Die Menschen haben also unterschiedliche Wege gewählt, um diese Wahl auszuüben. Die verschiedenen Mittel, die benutzt wurden, sind nur diese. Wir haben immer wieder gesagt, dass dies die einzigen Optionen sind, die du hast. Du kannst es entweder aus deinem Handeln heraus tun, wenn sich dein Handeln nicht mehr um dich dreht, einfach indem du etwas tust, kann man darin Glückseligkeit erfahren. Oder man kann dies aus Hingabe erfahren. Wenn sich dein Leben nicht mehr um dich dreht, du völlig in jemandem oder etwas aufgehst, dann kannst du dies kennen. Oder dein Intellekt ist zur absoluten Wahl geworden. Dein Verstand ist zur absoluten Wahl geworden. Er nimmt jeden Moment deines Lebens Anweisungen von dir entgegen. Wenn du deinen Verstand so diszipliniert hast, dass er keinen einzigen Gedanken hervorbringt, den du nicht willst, dann kannst du glückselig werden. Oder du hast sogar deine Energien transformiert. Du hast deine Energie in die richtige Intensität gebracht, wo sich das Amrita im System, das Ambrosia des Lebens, das in bestimmten Teilen deines Körpers gespeichert ist, geöffnet hat und dein Körper, deine Energie, jede Zelle in deinem Körper ist süß geworden. Das ist alles, was du hast. Karma, Kriya, Jnana, Bhakti. Das sind die einzigen vier Wege. Tu es auf irgendeine Weise, auf welche auch immer. Es ist am besten, wenn wir alle vier einsetzen. Nur für den Fall, dass deine Liebe versagt, lass dein Kriya wirken. Wenn dein Kriya versagt, lass dein Karma wirken. Wenn dein Karma versagt, lass dein Jnana wirken. Lass etwas geschehen. Verwende deine Intelligenz nicht auf mittelmäßige Weise. Dies geschah einmal. Ein paar Jungen fingen einen Schmetterling, einen Tausendfüßler, einen Käfer und einen Grashüpfer. Sie nahmen dem Schmetterling die Flügel ab und setzten sie auf den Tausendfüßler, schnitten ihm die Beine ab und setzten die Beine des Grashüpfers ein und schnitten dem Käfer den Kopf ab und setzten ihn vorne ein und kreierten so ein seltsames Wesen und brachten es zu einem Naturforscher, der in der Nachbarschaft war, mit sehr unschuldigen Gesichtern, so wie ihr es macht. Einige von euch machen es, wenn ihr kommt und vor mir sitzt. Mit sehr unschuldigen Gesichtern gingen sie hin und zeigten es dem Naturforscher und sagten, wir haben dieses seltsame Insekt gefunden. Bitte sagen Sie uns, was das ist. Der Naturforscher untersuchte ihn sehr genau und sagte, oh, ihr habt nur einen Humbug gefangen.
Das ist das ganze Problem. Das ist das ganze Problem. Dass dein Verstand und dein Intellekt damit beschäftigt ist, einen Humbug zu erschaffen. Mit Humbug kommt man nirgendwo hin, okay? Wenn du wie ein Tausendfüßler krabbelst, kommst du vielleicht irgendwo hin. Wenn du wie ein Grashüpfer hüpfst, hüpfst du vielleicht nicht sehr weit, aber immer noch kommst du wohl irgendwo hin. Aber wenn du ein Humbug wirst, kommst du nirgendwo hin. Das ist das Erste und Wichtigste, was du loswerden musst. Der Grund, warum so viel Wert auf Liebe gelegt worden ist, liegt genau darin, weil du den Humbug loswerden kannst. Diese seltsame Kreatur in dir, die in keine Definition passt, die sich ständig verändert. Die sich jeden Tag verändert. Sie ändert täglich ihre Angriffe und Tricks. Dieser Humbug führt zu nichts. Denn das ist nicht die Arbeit des Naturforschers. Das ist nicht natürlich, verstehst du? Der Humbug, den du in dir selbst erzeugst, ist nicht natürlich. Es liegt in deiner Natur, dass du wählen kannst. Und wenn du wählst, eine Wahl treffen heißt bewusst. Wenn du bewusst wählst, wird Glückseligkeit deine natürliche Seinsweise sein. Sie ist nicht etwas, das oben im Himmel hängt. Wenn du wählst, wird deine Wahl definitiv Glückseligkeit sein. Das wird dein natürlicher Zustand sein. Aber mit diesem Humbug, dieser Kreatur, die du geschaffen hast, mit diesem Humbug musst du umgehen. Und was sollte ich damit tun? Es gibt nichts mit dem verdammten Ding zu tun, denn es ist von dir erschaffen. Es gibt nichts zu tun. Es muss einfach abgelegt werden. Wie kann man damit umgehen? Es gibt nichts, womit man umgehen könnte. Du musst das verstehen. Im Osten, wenn du zurückschaust auf seine Geschichte, die östlichen Kulturen in ganz Asien vertieft in spirituelle Prozesse. Vor tausenden von Jahren, als der Rest der Welt sich noch wie wilde Tiere verhielt, befanden sie sich auf den Höhen, Gipfeln des Intellekts. Selbst damals. Obwohl sie Musik, Mathematik, Astronomie, Kosmologie entwickelten, gab es niemals ein Fach namens Psychologie. Denn egal, welche Art von Humbug du vor ein erleuchtetes Wesen gebracht hast, es hat es einfach verworfen, er hat dem niemals Beachtung geschenkt. Nein, nein, mein Humbug ist anders. Was spielt das für eine Rolle? Es ist dein Tun. Es gibt da nichts zu untersuchen, es ist dein Tun. Ob du Grashüpferbeine hinzufügst oder ob du Elefantenbeine hinzufügst. Was gibt es da zu untersuchen? Es ist eine Verzerrung des Lebens. Also haben sie niemals irgendwas entwickelt, das man Psychologie oder Psychiatrie nennt, weil sie kein Interesse daran hatten, deinen Humbug zu untersuchen. Es gibt keinen Grund, Zeit zu verschwenden, um zu versuchen, den Humbug zu kennen, weil er bloß eine falsche Schöpfung ist. It is just a false creation. Du stellst deine Gefühle richtig ein, bringst etwas Liebe in dein Herz. Liebe ist keine Beziehung. Die Beziehungen, die Menschen aufbauen, sind meist eine Flucht vor sich selbst. Wenn du allein bist, die meisten Menschen auf dem Planeten können nicht einmal einen Tag allein für sich sein. Die meisten Menschen.
Weil sie solche Humbugs geworden sind, können sie nicht für eine Stunde mit sich selbst sein. Wahrscheinlich werden sie verrückt. Schau, wenn du allein bist, falls du an Einsamkeit leidest, bedeutet das, du bist in schlechter Gesellschaft, nicht wahr? Ist es nicht so? Wenn du in schlechter Gesellschaft bist, suchst du natürlich eine andere Gesellschaft, von der du denkst, dass sie gute Gesellschaft ist. Die meisten Beziehungen in der Welt werden also aufgebaut, weil Menschen in schlechter Gesellschaft sind, wenn sie mit sich allein sind. Sie wollen diesen Humbug entfliehen. Um diesem Humbug zu entfliehen, bauen sie eine Beziehung auf. Und sie unterschätzen den anderen Humbug. Allgemein unterschätzen die meisten Leute den anderen Humbug. Das geschieht nicht, weil du dein Wesen so glückselig gemacht hast, dass du es jetzt teilen willst. Wenn dieses Wesen glückselig geworden ist, werden Beziehungen nicht als eine Flucht, als eine Entlastung von dir selbst geschehen. Eine Beziehung ist keine Entlastung von deinem eigenen Humbug. Eine Beziehung ist eine Möglichkeit, deine Glückseligkeit zu teilen, also wenn du dahin gekommen bist. Andernfalls ist es besser, wenn du in eine einsame Zelle gesteckt wirst. Wenn du nicht weißt, wie man still ist, dann erleide wenigstens Einsamkeit. Denn dann wirst du wenigstens dem Rest der Welt nicht deinen eigenen Unsinn aufladen. Ist das nicht eine Sicherheitsmaßnahme, die die Welt treffen sollte? Ist das nicht die Norm in jeder Gesellschaft? Wenn jemand eine infektiöse Krankheit hat, wird er unter Quarantäne gestellt? Ist das nicht eine normale Sache in einer zivilisierten Gesellschaft? Nein? Ist das nicht so? Denn was nicht gut für dich ist, ist definitiv nicht gut für andere. Wenn du an dem Unsinn leidest, der du bist, wenn du an dem Humbug leidest, den du in dir selbst geschaffen hast, dann gib diesen Unsinn wenigstens nicht an andere weiter. Das ist also, was Liebe bedeutet, dass du deinen Humbug nicht anderen gibst. Du gibst deine Süße an andere. Darum so viel Nachdruck auf die Liebe, dass wenn du jemanden triffst, was du auch immer für ein Humbug bist, der süßeste Teil von dir, nur das sollte die andere Person berühren. Der beste Teil von dir. Dein Humbug, darum kümmerst du dich, denn es ist deine Schöpfung. Es steht dir nicht zu, deinen Humbug anderen Menschen auf diesem Planeten zu präsentieren. Das ist es, was Liebe bedeutet. Liebe an sich bedeutet nichts. Aber sie ist ein wunderbares, wunderbares Sprungbrett, um glückselig zu werden. Wenn du also deinen Intellekt nicht so steuern kannst, wie du es möchtest, dies kannst du tun. Dafür brauchst du nur ein bisschen Disziplin, dass es bestimmte Dinge gibt, die du nicht tust, egal was ist. Das musst du etablieren.